sehr viel Spitzfindigkeit auch drin. Was meinen Sie, was kann uns dann Hand und Hand bedeuten für das Jetzt und für die Situation der Intellektuellen jetzt hier in Deutschland? Ich meine, Heinrich Heine, wenn ich diesen Satz mal vorwegschieben darf, hat ja in der Bundesrepublik, ich sage Bundesrepublik, einen ganz unschätzbaren Dienst dadurch bereits erwiesen, dass er im Laufe der Entwicklung, spät genug, aber doch, in der alten Bundesrepublik auf ganzer Breite rezipiert worden ist. Und das heißt, dass, ich meine, hier sitzen ja Leute, die wirklich einen Verdienst um diese Rezeption haben. Wer das verfolgt hat, also dieses peu à peu, das überhaupt erst Ende der 50er, Anfang der 60er und dann der Durchbruch kam sicher erst Ende der 60er, 70er Jahre. Dadurch ist sozusagen zum Selbstverständnis zunächst einmal damals noch der alten Bundesrepublik geworden, dass es nicht genügt, so aus der NS-Zeit heraustreten, jetzt einfach auch mal ein guter Demokrat zu werden, sondern dass man begreift, dass eine solche Staatsform mehr ist als eine Staatsform, nämlich normativ verankert. In einer ganz breiten Diskussion übrigens auch, und das ist ja das große Verdienst von Heine, in Deutschland selber ausgeprägten Tradition der Aufklärung. Das erinnert mich gerade an den Philosoph, also an Ernst Cassirer, der in der Weimarer Republik 1928 zum Verfassungstag einen wunderbaren Vortrag gehalten hat, ganz im Sinne von Heine, um den Publikum klarzumachen, die Menschenrechte, die Demokratie, der Liberalismus sind nicht ein Erbe der westlichen Zivilisation, die damals noch unter Verdacht stand, sondern ein Element der deutschen Aufklärung. Und Heine hat noch zunächst einmal klar gemacht, dass Frankreich und Deutschland mit diesen sich ergänzenden Traditionen der Aufklärung unmittelbar zusammengehören und dass wir uns selber darin wiedererkennen müssen. Also dieses, wie soll ich sagen, dieses normative, diese normative Infrastruktur, ich meine, wir schätzen Adenauer heute alle, ich auch, als denjenigen, der die Westorientierung durchgesetzt hat. Aber in diesem Lande war die lange genug einfach eine Zweckmäßigkeitsüberlegung strategischer und politischer Art, aber nicht verankert in unseren eigenen Aufklärungstraditionen. Ich wüsste nicht, außer Lessing einen oder Kant, einen anderen zu nennen, der für dieses Selbstverständnis so viel getan hat und vielleicht sogar an erster Stelle, weil er eine polemische Situation jetzt in der Rezeptionsgeschichte überwinden musste, der so viel für diese Entwicklung politischer Mentalität der Bundesrepublik gleichsam Posten geleistet hätte, wie Heine. Aber zum Aktuellen, gut, aber
das will ich nur andeuten übermorgen und ich werde darüber nicht sprechen, aber es ist eben erwähnt worden von einem der Kollegen, Europa ist natürlich die Aktualität, die sich unmittelbar anbietet. Ich meine, wenn man Europa, also wenn man Heidel liest, man schaut seinen Augen nicht. Ich werde zwei Zitate bringen übermorgen. Was da 1830, 1836, 1846, was dabei Heidel alles zu lesen ist. Und er erinnert mich auch auf, was er gemacht hat, dass es damals, ich wusste das nicht, dass es damals offensichtlich eine ganz breite Schicht, also nicht nur unserer jungdeutschen und junghegelianischen Autoren, sondern auch in Frankreich, Victor Hugo, viele andere, gerade im Vorwärts gegeben hat, was da später alles wieder eingeschlafen ist. Mhm. Insbesondere natürlich in der bismarckischen Entwicklung und ja, eigentlich eingeschlafen ist bis in unsere Nachkriegszeit. Mhm. Also insofern ist da ein wirklicher Spannungsbogen, nicht? Also, Benjamin erwähnt, Benjamin hat ein wunderbares Bild vom Tiefersprung zurück in die Vergangenheit, immer eine Masse an Vergangenheit zu einer Periode, in der sich die Gegenwart wiedererkennen kann. Unter diesem Gesichtspunkt, nämlich eines europäischen Bewusstseins, das zunächst einmal von den Intellektuellen ja eigentlich wieder entfacht und artikuliert und aktualisiert werden müsste. Das, ja. Wenn ich ja doch noch mal, vielleicht haben Sie mich dann nicht auf den Punkt richtig verstanden. Ja. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich meine, zunächst mal, was den Befund angeht, kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich erinnere mich an eine Interview des Klaus Offer, Sie können das nicht kennen, gerade für eine polnische Zeitschrift gegeben hat. Und da sagt er, eigentlich müsste heute eine ganze intellektuelle Klasse dieses Thema Europa behandeln. Auch durchaus, wie immer, wenn es um Diskurse geht, mit opponierenden Positionen und Argumenten, da wir überhaupt einmal klären. Ich kann Ihnen da nur zustimmen. Das ist nicht der Fall. Man kann dazu viele Gründe bringen. Der offensichtliche Grund ist, dass natürlich kein Blumentopf damit zu gewinnen ist. Also Intellektuelle, die nur auf irgendeiner, die nur den Mund aufmachen, wenn eine Welle da ist, auf der sie reiten können, da ist keine Welle. Denn die ökonomischen Entwicklungen, die dieses Thema nunmehr auf die Agenda zwingen, bringen offensichtlich die europäischen Nationen in der Bevölkerung, aus Gründen, die man nachvollziehen kann, zunächst einmal nur gegeneinander auf. Das hat auch mit der, immer noch mit der relativen Segmentierung der nationalen Öffentlichkeiten zu tun, die sich noch nicht wirklich füreinander geöffnet haben. Zweitens hängt es damit zusammen, dass Europa, gerade in Deutschland, bisher ein Thema für Juristen, Ökonomen und Soziologen war. Ja, also meine Geschäfte, die haben wirklich eine erstaunliche Literatur in den letzten 20 Jahren, insbesondere das Stück Bibliotheken. Also ich bin ein bisschen mit der juristischen und der soziologischen Literatur, habe ich mich vertraut gemacht.
da kann man nicht sagen, dass das nicht in die Fächer eingewoben wäre. Nur, das sind nun gerade die Disziplinen, die der Öffentlichkeit jedenfalls von außen aus nicht besonders nahestehen. Also gut, Gesellschaftstheorie, aber die ist inzwischen tot. Also die Soziologie ist sehr, hat sich sehr zu einer Einzeldisziplin zur Fachwissenschaft entwickelt. Also die sind der Öffentlichkeit etwas ferner steht. Und für die Literaten und die Literaturwissenschaftler und die Historiker ist das ein sperriges Thema, was jedenfalls von ihrem, naja, ich würde es eigentlich für die Literaturwissenschaftler nicht sagen. Also, woran es immer liegen wird, ich kann nur in die Klage einstimmen, ja, aber nicht. Das hängt jetzt eben nicht an, dass Sie mir persönlich einen Vorwurf machen. Das hängt uns aber nicht unbedingt damit zusammen, dass der moderne Intellektuelle lieber am Schreibtisch sitzt und kein Risiko hat. Damit ist nicht zu tun.